Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 5. Oktober 2020. Mein Name ist Norbert Gieso und wir starten jetzt quasi in eine neue Woche im Oktober. Die Tage werden jetzt schon deutlich früher dunkel. Das heißt, viel der Energie ist jetzt mehr nach innen gerichtet. Das fällt dem einen leichter und dem anderen schwerer. Und schauen wir mal, was diese Woche astrologisch auf uns wartet. Die Woche beginnt eher, würde ich mal sagen, harmlos, läuft aber dann so ein bisschen drauf zu. Und der Knaller sozusagen astrologisch diese Woche ist, dass der rückläufige Mars hier im Widder, im 24. Grad, dass der jetzt ins Quadrat zum Pluto läuft. Dieser Aspekt ist aber erst am Freitag. Exakt. So lange brauchen die beide, bis sie sozusagen sich angenähert haben. Pluto ja wieder direktläufig geworden. Er steht quasi still. Aber dieser Aspekt steht natürlich, er ist nur wenig auseinander und er hat sehr viel zu tun, Mars-Pluto, eben auch mit der Arbeit an Widerständen, an Schattenthemen, an Ängsten. Und das gilt wieder mal auch für uns individuell, wie auch für uns als Kollektiv. Individuell natürlich vor allem dann, wenn dieser Aspekt auch im persönlichen Horoskop vielleicht noch persönliche Planeten betrifft oder aspektiert. Es ist halt so, Mars ist Energie, ist der Wunsch nach Durchsetzung, ist Aktivität, stark in seinem Zeichen Widder, im Feuerzeichen Widder, schwieriger durch seine Rückläufigkeit und innerhalb seiner Rückläufigkeit macht Mars halt hier die Quadrate zu den drei Planeten hier im Steinbock. Jupiter, Pluto und Saturn, vor allem Pluto, Saturn, die halt für diese Krise, für die Umwandlung auch der Werte und bestimmter Strukturen geht, nach denen unsere Gesellschaft, unser Leben funktioniert. Und es ist eben so, dass oftmals eben auch bestimmte Lebensstrukturen sich aufgrund von Ängsten, also bestimmte Bestrebungen nach Sicherheit, sind häufig eben durch Ängste gespeist. Und es ist die Frage, wie eben auch unser Leben aussehen würde, wenn wir nicht immer unseren Ängsten oder diesen Schattenthemen oder unseren Prägungen und Programmierung folgen würden, sondern wenn wir sozusagen dahinter steigen würden und herausfinden, was würde ich eigentlich tun, wie würde mein Leben eigentlich aussehen, wenn ich nicht von diesen Ängsten beherrscht wäre. Das gilt natürlich auch für uns als Gesellschaft. Und Mars-Pluto regt das eben an und da kann natürlich auch der Widerstand oder die Projektion stark werden, davon nichts hören zu wollen, das erst recht wegzudrücken, erst recht in die Kompensation zu gehen. Da sind alle möglichen Reaktionen möglich diese Woche und ich werde natürlich dieses Thema diese Woche auch absolut im Blick behalten. Dann der zweite interessante Planet oder Aspekt ist Merkur. Merkur wird Mitte des Monats am 15., am 14. wird Merkur rückläufig. Das heißt, Merkur bleibt hier länger im Skorpion. Merkur ist das Denken, die Kommunikation und im Skorpion eben sehr gute Analyse, den Dingen auf den Grund gehen wollen. Vorsicht, dass wir sozusagen nicht nur so sehr im Dunkeln mit unseren Gedanken und Analysen rumarbeiten, weil dann manchmal auch alles dunkel aussieht. Also wirklich bewusst auch mal positiv denken, auch mal die Dinge erkennen, die wir positiv auf unserer Seite haben und nicht immer nur auf das schauen, was nicht funktioniert oder was wir nicht haben. Es gibt auch eine Menge im Leben vieler, wofür wir dankbar sein können. Und Merkur steht hier in Opposition in seiner Direkt- und Vorläufigkeit in diesem Monat eben in Opposition jetzt zu Uranus im Stier. Merkur, Uranus sind brillante Ideen, die aber nicht immer alle umsetzbar sind. Und es ist interessant, dass einerseits Merkur im Skorpion tatsächlich sich so reinbeißen kann und daher auch so ein Thema lange verfolgen kann, andererseits mit Uranus auch eine gewisse Sprunghaftigkeit hat. Und da müssen wir sehen, wie sich das bei uns äußert. Auf jeden Fall gilt es, wenn es Probleme oder Schwierigkeiten gilt, ist die Möglichkeit jetzt gut, sich dort wirklich hineinzudenken und auch Lösungen dafür zu finden. Dieser Aspekt ist das erste Mal jetzt hier am Mittwoch exakt.
Ja, der Mond als Tagesanzeiger der Energien. Der Mond ist natürlich nach dem Vollmond abnehmend. Er läuft heute durchs Zeichen Stier. Mond im Stier ist eigentlich eine sehr schöne Stellung, weil das Bedürfnis des Mondes im Stier sich eben auf natürliche Dinge richtet, mit natürlichen Dingen, mit dem Umgang in der Natur, mit ein wenig Slowdown, also sozusagen die Dinge ein bisschen ruhiger und entspannter angehen, kommt man heute bestimmt da ganz gut durch. Mond im Stier ist aber auch ein Bedürfnis nach Sicherheit und hier gilt es anhand der anderen Aspekte, die ich eben genannt habe, einmal auch hinzuschauen, was bedeutet eigentlich Sicherheit für uns wirklich? Ist Sicherheit wirklich immer nur mit dem Materiellen gekoppelt? Und sind daher die Ängste um mangelnde Sicherheit auch nur ans Materielle geknüpft? Oder ist Sicherheit vielleicht etwas ganz anderes für uns und hat viel mehr zu tun, vielleicht auch mit Selbstsicherheit, mit Selbstvertrauen? Und an diesen Dingen kann man mit Mond im Stier sehr gut arbeiten, aber natürlich auch an den äußeren Sicherheitsthemen. Ne, zum Beispiel wären dann dies gute Tage einmal auch die Versicherung oder Geldeinlagen oder Investitionen zu überprüfen, die wir so haben und diese gegebenenfalls dann auch zu optimieren. Morgen am frühen Dienstagvormittag dann wechselt der Mond vom Stier in den Zwilling. Also wir haben heute noch den ganzen Tag Mond-Zwilling. Dabei macht der Mond dann eben auch Trigone zu Pluto und Saturn über den Tag. Also hier auch eine gute Möglichkeit, langfristige Ziele im Auge zu behalten. Und morgen früh um 6.03 Uhr wechselt dann der Mond vom Stier in den Zwilling, sodass wir so zwischen 5:30 und 6:30 morgen frühmorgen Mondwechselenergie haben und dann morgen mit Mond im Zwilling sehr viel mehr Bewegung, sehr viel mehr Information, sehr viel mehr Trouble, also im Positiven, wird die ganze Sache ein bisschen beweglicher und lebendiger. Ich wünsche uns allen heute einen guten Montag, einen guten Wochenstart und sage Tschüss, bis morgen.